Hallo und herzlich willkommen bei Nana Näht. Heute zeige ich euch, wie ihr eine einfache Brotschale nähen könnt zum Knöpfen. Das Gute daran ist, wenn ihr sie nicht benötigt, könnt ihr sie auseinander knöpfen und flach in den Schrank legen. So, die Materialien für die Innenseite, da nehme ich ein Paneel, das ist 26 x 26 und Streifen zum Einfassen 7 cm breit. Für das Hinterteil brauchen wir ein Stück Stoff 40 x 40. Dann habe ich ein etwas stärkeres Vlies, damit das Ganze Stand hat, und die Knöpfe und das entsprechende Werkzeug dafür. Als erstes nehme ich das Paneel und fasse das mit den 7 cm breiten Streifen ein. Dafür nähe ich erst oben und unten einen Streifen an und dann die seitlichen Streifen. Die Nähte bügele ich dann alle nach außen. So, den überschüssigen Stoff, den schneide ich dann noch ab und dann werden die seitlichen Streifen angenäht. Jetzt, das Innenteil ist jetzt fertig und nun bügele ich das Innenteil auf mein Vlies auf. Bitte darauf achten, da wo die Klebepunkte sind, da wird der Stoff aufgelegt, sonst macht ihr euch euer Bügeleisen kaputt. Am besten geht das mit Dampf. Jetzt lege ich das innere Teil rechts auf das äußere und nähe einmal ringsherum und lasse eine Wendeöffnung. So, die Strecken sind jetzt genäht. Hier ist meine Wendeöffnung und ich schneide die Ecken noch zurück und wende das ganze Teil.
fertige Teil wird jetzt gebügelt. Die Wendeöffnung schließe ich gleich, wenn ich das Teil einmal ringsherum absteppe, knappkantig. Dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich werde das ganze Teil jetzt einmal knappkantig absteppen und hier in der Naht. Und diese Linie markiert dann auch meinen Rand, der dann später nach oben geschlagen wird zum Knöpfen. Ich markiere mir jetzt die Verlängerung dieser Stepplinien und auf der Hälfte liegt der Druckknopf. Das ist ein wasserlöslicher Stift, den können wir nachher wieder entfernen. Das sind hier 5 cm, also auf 2,5 cm würde das Loch für den Druckknopf sein und das an allen vier Ecken. Mit der Ahle steche ich mir jetzt die Löcher vor. Und kann dann mit meiner Zange die Druckknöpfe anbringen. Das mache ich an den restlichen drei Ecken jetzt auch noch. Ich habe jetzt die Druckknöpfe überall angebracht. Jetzt können wir das zusammenknöpfen, vielleicht noch die Kanten hier etwas ausbügeln und fertig ist der Brotkorb. Wenn ihr ihn nicht mehr benötigt, knöpft ihr das einfach auseinander.
und könnt es flach in den Schrank legen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!